Das ist meine Mannschaft, die C2-Jugend des SV Hochlach. Ich heiße Daniel und bin der Kapitän. Wir wollen euch heute mal den Ablauf einiger typischer Konfliktsituationen auf dem Fußballplatz aufzeigen. Anschließend werden wir eine Lösung nach unseren Spielregeln präsentieren, denn Gewalt hat im Fußball nichts zu suchen. Aber jetzt geht's los. Wer mag gegen Gewalt? Ist, was ich will. Alles, was ich will, ist der Sieg. Und dann reißt euch einfach zusammen. Sieg um jeden Preis. Und wenn einer zu langsam ist, haltet ihn fest, grätscht ihn um. Aber macht es so, dass der Schiedsrichter es nicht sieht. Und André, denk bitte daran, spiel nicht diese Fehlpässe, beweg dich etwas mehr. So, und jetzt geht raus. Macht ihn fertig. Dem brechen wir die Knochen. Sofort auf die Knochen, Mann. Keine Vorräte bewegen. Wir können eigentlich nach Hause. Ja, ja. Eigentlich können wir direkt nach Hause fahren. Da. Nicht Deutsch. Gar nicht. Gar nicht, der Dicke da. Ja. Was ist das denn für einer? Ach du Scheiß, guck dir den mal an. Der kann doch gar nichts. Der kann ja nicht mal passen. Komm, mit Sand drauf. Lass ihn liegen! Genau, tritt sich platt. Das ist das vierte Mal. Brich das Spiel ab. Jungs, geht's noch? Alles nochmal neu, das ist doch Mist so. Denkt von Anfang an, konzentriert in das Spiel zu gehen, unsere Stärken zu zeigen, das, was wir können. Hinten kompakt spielen, den Ball schnell nach vorne, Gegner ausdribbeln und das Tor machen. Wichtig für uns in dem Spiel ist es ganz einfach, Spaß zu haben, konzentriert reinzugehen. Denkt an das Fairplay gegenüber dem Schiedsrichter und dem Gegner. So, und jetzt lasst uns rausgehen in das Spiel. Komm, du weißt heute wieder neu, da kann nichts schief gehen. Ja. Spielen hoch, gewinnen. Super, das Spiel einfach nur fair spielen. Ja, richtig, Robert. Entschuldige dich und weiter. Weiter geht das. Weiter. Meter? Nein. Ach, nein, war kein, oder? War der gefault? Ja, ich glaube, der ist gestolpert, oder? Nein, ich war nicht. Sauber, aber auch nicht. Ich bin der Letzte. Komm auf den Punkt. Hallo, liebe Zuschauer, wir haben hier nochmal den Kapitän der Heimmannschaft, den Daniel. Hallo. Hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem fairen Unentschieden. Wir haben im Vorfeld der Partie gehört, ihr habt so eigene Spielregeln aufgestellt gegen Gewalt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir haben zusammen mit der Mannschaft 8 Spielregeln zum Thema gewaltfreien Fußball aufgestellt. Ich schlage vor, wir gucken uns einige Szenen nochmal an, die du dann vielleicht für uns kommentierst. Ja, können wir machen. Erstens, der Spaß am Spiel ist für uns am wichtigsten. Zweitens, wir wollen gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Drittens, Fairplay beginnt schon im Training und in der Kabine vor dem Spiel. Viertens, unsere Gäste werden freundlich begrüßt und verabschiedet. Fünftens, wir akzeptieren Schiedsrichterentscheidung. Sechstens, wir mögen keine Schwalben. Siebtens, unsere Eltern unterstützen die Fairplay-Regeln, wo immer es geht. Und achtens, sollte mal gar nichts mehr gehen, wenden wir uns an unseren Problemlotsen Uwe Waterkamp. Danke, Daniel. Da kann man nur hoffen, dass solche Spielregeln auch von anderen Mannschaften berücksichtigt werden. Das war's dann wieder für diese Woche.
In der nächsten Woche sehen wir uns hoffentlich wieder bei Film ab gegen Gewalt. Hallo, das ist meine Mannschaft, die C2-Jugend des SV Hof 28. Heute... Scheiße. War meiner schon. Der Spaß am Spiel... Ach, das... Der Spaß am Spiel ist sonst das Wichtigste. Der Spaß am Spiel... Komm, kurze Pille. Der Spaß am Spiel ist für uns das Wichtigste. Wir wollen gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Fairplay beginnt schon im Training und mit der Kabine von der Unsere Gäste werden freundlich begrüßt und verabschiedet. Wir akzeptieren Schiedsrichterentscheidungen. Wir mögen keine Schwalben. Wir binden unsere Eltern ein. Bei Unstimmigkeiten beraten wir uns mit unseren Problemen los. Sieg um jeden Preis, egal wie. Wenn einer von euch zu langsam ist, haltet ihn fest. Dreht ihn um. Das ist ganz wichtig, aber macht so, dass der Schiedsrichter es nicht sieht. Okay? Im Strafraum kennt ihr euch auch aus. Hallo liebe Zuschauer, wir haben hier nochmal den Mannschaftskapitän. Daniel, entscheiden, du darfst da nicht rumgeiern, da muss ich lachen. Daniel, das war doch nichts. Ja, gut, Mann. Hallo Schauspieler. Ja, genau. Daniel, entschuldige dich und geh weg da. War nichts, gar nichts. Ja, da haben wir jetzt noch gesehen, ausgezeichnet. Guck mal, er ist ja noch rot. Wir werden jetzt mal die machen und ich denke, dass einer, jeder von uns dann die neue Gruppe hat. Und ich werde mal ein bisschen vormachen oder was machen wir da.